Sehr traurig oft. Aber es gibt auch ganz, ganz glückliche, freudige Momente, wo ich nach Hause gehe und denke, das war heute ein super schöner Tag. Hallo, Frau Eberhardt. Und den müssen wir wieder wegschrubbeln. Richtig schön warm. Ja. Oder man kann auch über einen Arzt. Es ist furchtbar, wenn eben keiner da ist. Die Einsamkeit, gell? Das ist der einzige Mensch, mit dem ich mich richtig unterhalten kann. Das kann man ja nicht mit jedem, ja. Aber hier mit Herrn Böhm kann man offenes Wort reden, ja. Das haben wir uns ausgemacht. Das ist schon besser. Er ist ein so guter Mensch. Und die Leute sollen alles sehen, dass sie jemand bekommen, der sie genauso behütet, wie er mich behütet. Und da wurde das nicht so. In sein Holla. Bei den Schicksalen, die ich so teilweise mitbekomme, bekommt man schon auch ein bisschen Angst vorm Alter. Und ich gehe also seit dieser Tätigkeit wesentlich bewusster mit meinem Leben um.